Es gibt auf dieser Welt seltsame Lebewesen. Eines davon ist der Rattenkönig. Natürlich ist das nicht einfach nur eine dicke Ratte mit Krone. Ein Rattenkönig besteht aus mehreren ineinander verknoteten Ratten. Warum das passiert, ist bis heute unklar. Erste Erwähnungen stammen bereits aus dem Jahr 1564. Ratten spielten aufgrund der hygienischen Zustände zu dieser Zeit eine wichtige Rolle. Schließlich waren diese die Hauptüberträger der Pest. Rattenkönige galten daher als böses Omen. Rattenkönige kommen selten in wärmeren Regionen vor. Lediglich auf Java wurde ein Exemplar gefunden. Alle anderen Rattenkönige stammen aus Zentral- und Osteuropa. Also genau dort, wo Rattenkönige Teil der Folklore sind. Bis heute sind Rattenkönige ein rätselhaftes Phänomen. Diese Tierknäule sind unfassbar selten und wir wissen fast gar nichts darüber.